Okay, da sind wir wieder zu einem neuen Part Boom Beach und ich habe auch ein Thema im Gepäck. Und zwar wollte ich das eigentlich schon vor längerem ansprechen, aber ich habe es irgendwie gar nicht so richtig ja, auf dem Schirm gehabt und habe es dann wieder vergessen irgendwie. Mit der Zeit, ne, passiert halt. Und ja, es soll um Minecraft Attack 4 gehen, denn das läuft jetzt seit einiger Zeit schon und ich hatte ja damals zu Minecraft Attack 2 schon mal darüber gesprochen, ne, über das damalige Projekt eben und dann auch zu Minecraft Attack 3 sogar noch zum Anfang. Und dann dachte ich mir, okay, komm, jetzt kann ich auch mal über Minecraft Attack 4 reden, auch wenn es jetzt noch oder schon ein bisschen länger dauert. Aber das ist ja nicht so schlimm, denn es wird wohl noch eine Weile gehen, auf jeden Fall. Mir macht es auf jeden Fall ziemlich viel Spaß, muss ich sagen. Und ich habe da auch einiges noch vor. So ist es ja nicht, also keine Ahnung, irgendwie habe ich da noch richtig viele Pläne. Obwohl das Projekt jetzt für mich schon 4 Monate läuft, genau. Und trotzdem ist es halt irgendwie noch so richtig so, dass ich da einen großen Anreiz habe, weiterzumachen immer wieder. Und ja, keine Ahnung, ich habe da auch immer viele gute Themen und so. Und irgendwie versuche ich auch die Folgen dort besser zu gestalten als früher. Also früher habe ich ja teilweise einfach offscreen gar nichts gemacht und jetzt versuche ich das eigentlich immer irgendwie hinzukriegen oder irgendwie eine Timelapse einzubauen oder sowas. Ja, einfach so neue Gestaltungstechniken und ja, irgendwie bin ich damit echt zufrieden so. Also ich brauche das nicht mehr unbedingt wie früher, dass ich so jeden Tag eine Folge bringe und keine Ahnung, ja, weil man dann vielleicht auch irgendwie zu viel hat und nicht vorankommt und so, ne, weil man ja dann außerhalb der Folgen weniger macht oder keine Ahnung. Und deswegen habe ich so geschoben, dass ich eben weniger Folgen bringe, also zurzeit 3 in der Woche und dafür dann eben ja immer offscreen was arbeite oder im Stream auch. Und das macht mir eigentlich ziemlich viel Spaß. Und ja, finde ich auf jeden Fall ganz cool, dass das so klappt zurzeit. Und das ist auch immer, oder das ist auch wieder dieses Feeling von letztem Jahr so ein bisschen da, also von Minecraft Attack 2, was ja jetzt ein Jahr her ist. Das muss man ja auch mal so sagen, also. Ja, keine Ahnung, irgendwie ist das jetzt wieder so ähnlich wie damals. Zumindest am Anfang hat mich die Staffel sehr stark daran erinnert und eigentlich auch so in letzter Zeit wieder. Also irgendwie, ja, bis auf die Aufmachung der Folgen, so vom Inhalt her ist es doch wieder relativ ähnlich zu damals, so was man so baut und macht und wie das Ganze so läuft, keine Ahnung. Ja, man kann sagen, Minecraft Attack 4 ist einfach so eine Mischung aus verschiedenen alten Projekten, ne? Das ist irgendwie immer so, dass man dann irgendwie, wenn man so Projekte macht halt, dass dann irgendwann ein Projekt dann nur noch eine Mischung aus den anderen halt ist. Aber es ist ja auch nicht schlimm, ne? Ich meine, es ist ja immerhin mal was anderes wieder als vorher. So ist es ja nicht. Und ja, es ist auf jeden Fall auch wesentlich besser als Staffel 3, weil die hat mir nicht so gefallen, weil wir da ja nur auf diesen komischen Bergen da waren, in dieser scheiß Map da, muss ich ja sagen. Also da war ich nicht so zufrieden, aber zurzeit bin ich echt zufrieden. Also wir haben ja jetzt auch eine ganz normale Map wieder, ja. Und ja, deswegen ist es wahrscheinlich auch so, dass es mich an Minecraft Attack 2 erinnert. Aber ich muss sagen, Minecraft Attack 4 ist irgendwie geordneter, ne? Das kann man so sagen auf jeden Fall, weil Minecraft Attack 2, das war noch sehr unkoordiniert und ein bisschen chaotisch und die Spieler waren da zwar noch viel aktiver und irgendwie wurde da auch viel, viel mehr gebaut als jetzt, aber trotzdem ist es jetzt eben alles irgendwie geordneter und ordentlicher und ne, irgendwie so in der Richtung habe ich schon so ein Gefühl. Auch wenn Minecraft Tech 2 natürlich so eine Legende ist, sage ich mal, aber Staffel 4 hat eigentlich auch was für sich, ne? Und ja, es wird ja trotzdem noch einiges gebaut, also so ist es ja nicht, die Leute sind ja nicht ganz inaktiv. Obwohl schon fast, muss man sagen, aber zumindest nicht ganz. Manchmal sind die dann noch online, also zumindest, ja, das Problem ist halt immer zum Beispiel Kyojin von dieser Gruppe da, also das auch der Projektleiter, der ist halt schon ziemlich lange inaktiv und da merkst du dann schon, wie das Projekt so langsam einschläft. Dann sind noch zwei relativ inaktiv, die. Da sieht man eigentlich sehr, sehr selten nur, dass die mal drauf sind. Und ja, dann gibt es noch 3 Leute, inklusive mir, die dann eben ein bisschen aktiver noch sind und noch auf jeden Fall einiges dort bauen. Und das finde ich schon mal ganz gut. Ja, auch wenn wir jetzt nicht so viel Zeit haben immer,
da drauf zu spielen und so richtig viel voranzukommen. Wir haben dann trotzdem ein bisschen was noch geschafft. Also eigentlich bin ich der Produktivste zur Zeit, ne? Das muss man sagen. Also ja, ich bringe das Projekt eigentlich zur Zeit ziemlich krass voran, würde ich mal so behaupten. Zumindest was meine Bauten angeht. Vielleicht nicht insgesamt. Und lol, Alter, hier wird gerade zufällig in der Minecraft Attack 4 Skype-Gruppe was geschrieben, Alter. Das ist ja wieder ein geiler Zufall. Ja, aber da geht's nicht um das Projekt an sich, sondern um ein anderes Filmprojekt in Minecraft, ne? Was da Martin Storms machen möchte. Der ja auch nicht mehr so aktiv ist, ne, auf dem Server. Naja, ist aber auch jetzt egal. Ich würde sagen, wir können eigentlich das Thema schon an der Stelle beenden und die Folge, oder? Weil ich würde jetzt nur noch irgendwas rumlabern, das brauche ich jetzt auch nicht. Also ich bin ziemlich zufrieden mit der Staffel und freue mich auch, dass es wieder so ein bisschen ist wie damals, ja. Weil Staffel 1, das war einfach so geil. Ach nee, 2 war das ja. Weil das war einfach so das erste Projekt auf dem Kanal Igitz und ja, da war ich schon sehr zufrieden mit. Und ich finde es auch cool, dass ich mit Igitz jetzt so einen guten Weg gefunden habe. Also ich habe ja den Kanal sehr strukturiert, ne? Und mit dem Uploadplan und so weiter, das komplett anders gemacht als zum Beispiel letztes Jahr das noch war, wo ich ja da relativ frei noch alles hochgeladen habe. Aber es gefällt mir so eigentlich ziemlich gut und ich finde, ich habe mich da schon ein bisschen professionalisiert und das ist auf jeden Fall auch nicht schlecht. Aber dennoch finde ich, Igitz ist was Schönes für nebenbei, ne? Und ja, das kann man auf jeden Fall mal so machen. Ja, also dieser krasse Anfangshype ist natürlich nicht mehr da, aber trotzdem macht es mir eben noch sehr viel Spaß, ne? Vor allem auch mit den ganzen anderen Projekten und so, mit der Abwechslung und so. Also es gefällt mir schon richtig gut, da auf dem Kanal was zu produzieren. Aber gut, jetzt würde ich sagen, wäre es das gewesen von dieser Folge. Wir sehen uns dann morgen wieder in einem Special. Und ja, deswegen jetzt tschüss.